Wer bist du denn jetzt eigentlich? Ortok. Ach genau. Ortok. Muss abgehauen sein. Du bist mir im Weg. Ja, das wäre ja fast schief gegangen. Ja, dieser Ortok denkt, er hat's drauf. Wahrscheinlich hat er das auch. Mal gucken, wie gut er ist. Nicht anfällig gegen Schleichtöter. Naja, okay, so mittel. Wo rennt er denn hin? Du Malle! Der dunkle Herrscher blickt auf mich herab. Dein Tod wird ihn erfreuen. Du hast einen coolen Helm. Willst du meiner Bande beitreten? Entzünde das Leuchtfeuer! Ja, entzünde das Leuchtfeuer. Das wird nie im Leben was. Okay, Leute, ihr habt gerade extrem verschissen. Oh, was war das denn jetzt? Okay, X. Ich will doch nur diesen einen Ork wieder in meinem Bataillon haben, weil er so cool aussieht. Warum wird mir das nicht gestattet? Oh, mittlerweile ist er sogar noch... Verstehe. Nein! Nicht schon wieder. So, jetzt ist mir das aber auch alles egal hier. Na, wirst du jetzt mal endlich, Junge? Na, jetzt ist es endlich aktiviert. Wird aber, glaube ich, dieser Ork-Masse da nicht entgegenreichen. Und zum Spinner hat wieder die Dings angeschaltet. Könntest du bitte jemand anders anwählen? Meinetwegen töte ihn. So, flieht ihr jetzt alle? Bist du bescheuert, bist du doch. Okay, wo ist der andere hingerannt, der hier gerade noch war? Wahrscheinlich einfach nur weg. Hey, was war das? Dann müssen wir uns woanders nach dem Kampf umsehen. Der Guru wurde umgebracht. Was war das? Nee, wir sind ja nicht doof. So. Eieieiei. Das wäre eben fast schief gegangen. So, der hier ist nicht auf unserer Seite. Der ist... Wo ist der hingerannt? Ach so, irgendwo nach nirgendwo. Die sind fast alle auf unserer Seite. Der Typ hier, der ist abgehauen. Schlau wie er war. Der geht mich nichts an. Ah, der könnte wiederkommen. Der ist nur tot. Der wurde halt nicht von mir enthauptet. Das ist so das Problem. Er könnte sehr schnell wiederkommen. Aber nun ist der Elite-Häuptling an. Der mit dem Schießpulver war das, oder? Er leidet Schaden durch Kampf-Todesstöße. Schneller Läufer, ist Furchtlauf, ist Kämpfer gestählt. Ach du Scheiße, Handgemenge. Kann mich packen und umherwirbeln. Immun gegen Fernkampf und ein Monsterschlechter. Also nicht immun gegen Schleichen, immerhin etwas. Oh, hier kann ich noch Sachen auffüllen. Was haben wir hier? 41... Okay. So, und hier haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ich glaube nicht. Oh, zweimal das gleiche. 14, 16, ja gut, dann kann ich dich verkaufen. Dich brauche ich eh nicht.
Dann hole ich mir doch mal ein lustiges Reittier. Und werde mich zum Letzten begeben. Naja, vorletzten. Aber immerhin zum Letzten der vier, die wir vor dem Fünften erledigen können. Richtig cool wäre es ja, wenn ich das Let's Play mit Folge 1, 2, 3 abschließen könnte, aber ich glaube, da sind wir mittlerweile darüber hinaus. So ein bisschen. So, ich guck nochmal vorsichtshalber. Also du, Typ, hast du irgendwelche Verbündeten? Niemanden. Viel Spaß beim Fressen. Jag und töte Uro-Kuriere, um Ashgan-Schmuggler hervorzurufen. Du musst seine Kuriere finden und sie mitsamt des Diebesguts vernichten. Wie mache ich denn das? Nur einfach mal den Punkten folgen, ne? Sie haben offenbar Schießpulver dabei, was ich abknallen kann. Das ist doch schon mal was. Hä? Ach so, ja, mein Gott. Junge. Nun mach mich doch nicht fertig, wegen dem kleinen bisschen. Da waren doch gerade keine Steine in der Nähe. Und jetzt kann ich die nicht so schnell gesehen hätte. Das ist nun wirklich ein bisschen Gespinne hier. Wieso haben die eigentlich so schnelle Karagaffe und ich nur so einen lahmen? Ein bisschen Balancing arbeiten. Ein bisschen. Ja, komm. Du musst seine Kuriere finden und sie mitsamt des Diebesguts vernichten. Ich versuche es. Siehst du, das war jetzt zum Beispiel so ein Ding, so ein Stein. Und was hat er gemacht? Er ist rübergehüpft. Oh komm hier, irgendein Hügel, irgendein... Da war ein Stein. Schweinpulver abliefern. Könnte der Schaden gewaltig sein. Ja doch. Junge, so schnell kann ich mich gar nicht orientieren und gucken, wo die sind. So schnell wie du hier Panik verbreitest. Verdammt. Ah, fuck, ey. Hör doch mal auf, hier rumzureiten. So, der eine ist jetzt schon so weit weg und der andere in die vollkommen andere Richtung gerannt. Oh, ey, immer wenn du schießen willst, ist so eine dumme Mauer vor dem. Diesmal nicht. Mit dem Sprengpulver könnten sie die Mauern Minas Ithil sofort niederreißen. Ja, die werden noch ein paar Monate halten, die Mauern. Jahre haben wir ja neulich festgestellt, nicht Monate, Jahre. Ach du Scheiße. Jetzt ist auch meine Fokusenergie, Alter, so ein Piss aber auch. Nein, jetzt häng doch hier nicht an so einem Scheiß fest. Nein, wo ist er? Oh! Nein! Du mach! Kein Bock, den ganzen Scheiß nochmal zu machen. Na, fuck, ey! Nee, 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 nee.
Du musst wieder weg, du musst hier schießen und da schießen. Alter, so eine Pisse, ey. Schießen meinetwegen, habe ich mich mittlerweile damit abgefunden, aber auch noch während des Reitens schießen und dann nicht... Oh! Dann baut wenigstens ein Timer ein, aber nicht irgend so nur, wir reiten irgendwo hin, da gucken wir mal, wo wir ankommen. Wann wir ankommen, ist egal. Ja, ich hab's schon dreimal gehört, mir ist es egal, was die mit ihrem scheiß Diebesgut machen. Und wieso funktioniert dieser dämliche Stein nicht, ey, jeder scheiß Stein. Nur der nicht, den man nehmen will, oder was? Wenn die Kuriere das Sprengpulver abliefern, könnte der Schaden gewaltig sein. Könnte. Wenn er nur gewaltig sein könnte, frage ich mich doch, warum ich mich hier so abhetzen muss. Nein, du sollst doch schießen. Mit dem Sprengpulver könnten sie die Mauern Minas Ithil sofort niederreißen. Oh, das ist schön. Eigentlich wollte ich jetzt meinen Fokus auffüllen und nicht meine Pfeile. Von denen habe ich genug. Fokus macht mir gerade arg Kopfschmerzen. Ah, endlich. Wo ist er? Sieht nach einem One-on-One aus. Kommt er auf mich zugeritten oder wo rennt er jetzt hin? Natürlich ist er immun gegen Fernkampf. Kann mir aber wer sagen, wie ich den angreifen soll? Achso. Seht euch nur diesen Teil. Ich bringe dem dunklen... Zwischen dir und mir steht nichts mehr im Wege, nicht wahr? Gut. Ich zerfetze dich und sende deine Überreste in die fernsten Winkel Mordors! Allein für deine scheiß Aufgabe werde ich das mit dir tun. So viel Spaß mit zwei Karagor gegen dich. Du Verdammter! Das ist der älteste Trick der Welt. Ja, er scheint ganz gut zu funktionieren gegen dich. Wieso hat er denn sich jetzt geheilt? Na warte. Du arrogantes Schnöselvieh, du. Ach ja, hier, friss Schwert, Kopfloser. Auf, dass deine Stimme verstummt. Der Schmuggler ist tot und das Sprengpulver zerstört. Wer weiß, welche Katastrophe ich heute verhindert habe. Ja, ich hätte sie gern gesehen. Das Problem war nur, wir konnten das nicht sehen. So, eine Vielfahrerslegende. Karagaf-Reittiere erhalten durch tödliche Bisse zusätzliche Gesundheit zurück. Oh, das ist eigentlich sehr cool. Gewährt Zugriff auf legendäre Waffenfähigkeit. Nee. Chance von 5. Nee. Was ist das für ein Ding? Mhm.
Nee, das brauche ich eigentlich, die letzte Chance. Orkschlechter eigentlich auch und... Ach, schade. Kein Fressi-Fressi für die Karagacher, die habe ich bisher eigentlich immer ganz gut durchgebracht. Die Patrouille sagte, dass sie den Tag auf einem Karagor reiten sahen. Sie versuchten ihn zu fangen, aber er konnte ihnen entkommen. Wer bist denn du? Achso. Der gute Alte. Der Rüstmeister wird uns bald die neuen Waffen aushändigen. Ich habe so das Gefühl, hier waren mal Orks und dann sind die Karagas gekommen. Stimmt gar nicht, der Arm ist eingesperrt. Wie können sie nur? Nein, komm zurück! Komm bloß zurück! Ich wollte ihn endlich fressen, habe ich mit der falschen Taste gemacht. Habe ich jetzt davon. So, na dann mal sehen, was der gute Zwerg nun für mich hat.